Du hast mich ja vorhin gefragt, die Antwort habe ich ja praktisch nicht gegeben, weil ich dann über Theodorakis gesprochen habe, ob es einen Ort gibt, wo man besonders schreibt. Ja. Und bei mir ist es, ich bin ja seit 30 Jahren in Italien auch zu Hause, meine zweite Heimat kann man sagen. Und eigentlich habe ich in diesen 30 Jahren fast alles, was ich geschrieben habe, dort geschrieben. Ah, okay. Und nicht weil mich diese Umgebung so inspirieren würde, sondern ich glaube, weil ich dort irgendwie zu der Ruhe komme, die ich sonst nicht habe. Und bei mir passiert so, und das hat auch mit diesem Lied zu tun, das war schon immer so, ich muss darauf warten, bis mir Gedichte passieren. Ich kann sie mir nicht erdenken. Und jetzt im Sommer ist es wieder Gott sei Dank passiert. Je älter man wird, desto länger werden die Pausen, dummerweise. Das ist ein Lied, das mich sehr bewegt hat, weil ich dort eben in Italien, als die Kinder noch klein waren, ich habe zwei Buben im Alter von 15 und 18, und als sie noch klein waren, waren die natürlich immer dabei, und ich habe mir immer die Ferien nach den bayerischen Schulferien eingerichtet. Und jetzt ist der Drang eines 18-Jährigen in die Einsamkeit der Toskana mit dem Vater zu fahren nicht so groß. Und ich habe halt gemerkt, das sind jetzt die Söhne, die werden jetzt bald aus dem Haus gehen. Jetzt seid ihr schon groß und bald aus dem Haus. Die Kindheit ist so schnell vergangen. Für die Eltern ist deshalb nicht alles aus. Die haben noch andere Verlangen. Obwohl ich hätte so manchen Moment liebend gerne fester gehalten. Doch man kann sich die Flüchtigkeit der Zeit nicht nach eigenem Willen gestalten. Was kann ich euch mitgeben auf diesem Weg, den ihr nun ganz alleine bestreitet? Die Hoffnung, dass euch mit jedem Schritt stets meine Liebe begleitet. Hab's nun mal nicht so mit der Moral, wann sind Kinder gut, wann böse? Kinder sind schuldlos, haltet sie frei vom Moralismusgetöse. Ihr seid ein Wunder, wie jeder Mensch, geboren aus dem absolut Schönen. Und die Welt sähe heute viel friedlicher aus, könnt man sich daran gewöhnen. Ich war nie perfekt, wie könnte ich auch? Ihr kennt meine Kunst zu scheitern. Und perfekte Eltern konnten uns doch im besten Fall nur erheitern. Was hab ich falsch, was richtig gemacht? Ihr wart mir doch nur geliehen. Ich rede nicht gern um den heißen Brei, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? Zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träume und Versager. Einen einzigen großen Wunsch hätte ich noch, da seid mit mir bitte konform. Egal, was sie dir versprechen, mein Kind, trag nie eine Uniform. Es wird nicht leicht, die Zeiten sind hart, es knarzt mächtig im Getriebe. Ich hoffe, euch trägt auch durch Not und Pein bedingungslos meine Liebe. Das ist alles, was ich verschenken kann, keine prall gefüllten Konten. Und Augenblicke der Schönheit, da wir zusammen uns glücklich sonnten. Sorgt euch nur nicht um den Vater, jetzt kommt euer ganz eigenes Leben.
Ich habe gelernt und ich danke euch dafür, ohne zu wollen, zu geben.